Promi-Geflüster im Zillertal zu Gast mal wieder. Und heute feiern wir das große Open Air der jungen Zillertaler. 30 Jahre Jutzi und 25-jähriges Open Air sozusagen. Genau, also zwei Jubiläen auf einmal. Von den Jubiläen ist allerdings mein heutiger Interviewgast noch ein bisschen entfernt. Der ist eigentlich noch so richtig im Saft am Anfang seiner Karriere. Hallo und herzlich willkommen, Julian Reim. Hi, schön, dass ich hier bin. Wir haben uns ja in der Corona-Zeit ein paar Mal online schon gesehen und verbunden, aber jetzt endlich mal live. Hast auch schon einige Songs sozusagen auf den Markt gebracht und eigentlich, glaube ich, auch schon sehr erfolgreich dabei. Ja, es ist auf jeden Fall ein paar Songs noch dazugekommen, seitdem wir uns das letzte Mal gesprochen haben. Das stimmt, ja. Genau. Und das letzte Mal haben wir uns auch noch gesehen auf Mallorca, genau. Ja, genau, das war in dieser Stierkampf-Arena, richtig, nicht wahr? Ja, das war aber auch... Schlagersterne. Ja, ich fand das war krass. Also ja. Ich hätte niemals darauf gewettet, in einer Stierkampf-Arena zu singen. Also das war sehr wild. Und wie kommt es jetzt zu den Jutzis? Was gibt es da für eine Beziehung, dass du heute hier beim großen Open Air dabei sein darfst? Also im Schlager ist man ja sowieso, diese Schlagerwelt ist ja so unglaublich klein und man läuft sich immer wieder über den Weg und man sieht sich, schüttet sich die Hände, beim zweiten Mal sehen, kommt man irgendwie ins Gespräch. Und als die Jutzis jetzt wirklich für ihr Open-Air-Festival, fürs 30-Jahre-Jubiläum, hatten die mich angefragt, ob ich auch als einer ihrer Stargäste dabei sein darf. Und ich habe mich riesig gefreut, eine riesige Ehre und habe natürlich sofort Ja gesagt. Ja, sehr schön. Und hier so in der Alpenwelt, warst du da schon mal unterwegs? Hier so Zillertal, ist das irgendeine Gegend, wo du vielleicht schon ein bisschen vertraut ist? Das ist das erste Mal für mich, die österreichischen Alpen von so nah zu sehen. Und ich war jetzt ein paar Mal schon in Österreich. Ich war am Neusiedlersee und habe Wien gesehen. Mhm. Aber ich hatte nie einen richtigen Blick für die österreichischen Alpen gesehen. Und ich muss echt sagen, die letzten zwei Nächte hier in Zillertal haben mich richtig, richtig verzaubert. Wunderbar. Also Wiederholungstäter dann irgendwann. Ich hoffe auf jeden Fall sehr. Aber ich muss auf jeden Fall herausfinden, wo hier alle ihre Lederhosen herkriegen. Denn je länger ich hier bin, desto mehr dürstet es mich danach. Da kann ich dir gerne weiterhelfen. Da muss man mal hier in Kontakt bleiben. Na, gucken wir mal. Ne? Also da gibt es schon einige Möglichkeiten. Von hier, vom Zillertal über München bis auch nach Stuttgart. Also wenn schon richtig authentisch aus den Alpen, bitte. Natürlich, wenn dann. Aber ich habe dir schon hier was organisiert, dass du ein bisschen eine kleine Erinnerung vom Jutzi Open Air mitnimmst. Die Zipfelmütze, die berühmte, berüchtigte, die wackelt sogar. Das ist aber sehr lieb. Mal gucken, also schauen wir mal, ob sie mir auch überhaupt steht. Ja. Droben auf dem Berg, da steht der kleine Zwerg. So sehe ich damit genauso cool aus, wie ich mich gerade fühle? Du guckst doch nachher an. Aber du darfst ja, wenn du dich nicht wohlfühlst, auch gerne wieder abnehmen. Also ich mache damit auf jeden Fall die nächste Woche Düsseldorf mit unsicher. Mal gucken, wie die Königsallee das dann empfindet. Auf alle Fälle. Ich sage, wenn die auch noch hier zu wackeln beginnt, dann hast du auf alle Fälle die Fans auf deiner Seite, denke ich mal. Ja, was steht bei dir jetzt so grundsätzlich auch noch an? Neue Projekte, neue Musik sozusagen, neue Tonträger oder ich weiß ja nicht, wie man heutzutage arbeitet. Ich denke mal, es sind eher immer von Lied zu Lied, oder? Ich habe natürlich einige Songs im Petto, auf die ich mich freue, dass die Leute sie hören. Aber genau, Lied zu Lied und Song zu Song. Und habe gerade eine Nummer fertiggestellt, bei der ich sehr, sehr souverän bin und richtig, richtig Bock drauf kriege, die auch vor den Leuten wieder zu spielen. Deswegen, es geht immer weiter. Sehr gut. Wie war es denn eigentlich hier für dich, so vor den Jutzi-Fans aufzutreten? Haben sie dich auch gut aufgenommen? Also... Man darf ja nie vergessen, das ist wirklich deren Fest. Ne? Die sind, klar sind sie auch für die anderen tollen Künstler da, aber wir sind hier im Zillertal und die Jutzis sind einfach für die Klassik, Kult und deren Heimat. Und deswegen war ich richtig, richtig happy, wie toll dieses Publikum war, wie sie mich aufgenommen haben, auch meine Songs mitgesungen haben. Es war wirklich, wirklich klasse und hat auf jeden Fall irgendwann mal Wiederholungsbedarf. Zumindest im Zillertal. Zumindest im Zillertal. Also an dieser Stelle sage ich, recht herzlichen Dank für dich, dass du da warst. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, dann mit Lederhose, auf dem Oktoberfest oder so. Ne? Und du bringst mir jedes Mal dann eine neue Mütze mit, bitte. Irgendwas lassen wir uns dann schon einfallen. Ja. Perfekt. Danke dir, Promi-Geflüster. Und dann in diesem Sinne den Zuschauern herzlichen Dank fürs Zuschauen und merken hier, Julian Reim, das ist der aufstrebende
Star am Schlagerhimmel und natürlich Grüße an deinen Vater auch und die Rest der Familie. Alle werden gegrüßt. Okay, bis dann. Die Zuschauer von YouTube haben jetzt die Möglichkeit, entweder eines der empfohlenen Videos anzuschauen oder gar unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Ich wünsche gute Unterhaltung.